Einfach geradeaus. Gut, gut. Also immer den Reps nach, die hier so rumlaufen. Huch, das wollte ich so jetzt nicht, aber egal. Hat auch Schaden gemacht. So, schwupps. Hallo? Ja, nee, ist klar. Kann ich den erdrückenden Schlag nicht aufladen? Weil der gleich mal weggehüpft ist oder weggezogen wurde, das Hühnchen. Der Hühnchen wurde weggezogen, einfach so. Wisst ihr, für einen Sith scheint ihr ziemlich viel über die Geschichte einer republikanischen Welt zu wissen. Ist das wirklich so merkwürdig? Es ist meine Aufgabe, über mögliche Gefahren für die Kaiserin gut informiert zu sein. Wenn Malgus auf Malrutta wieder aufgetaucht wäre, würde ich euch versichern, dass ich ein Experte wäre, was die Feinheiten der Planeten angeht. Revix, gebt ihr zu, dass es etwas gibt, das ihr nicht gemeistert habt? Ich bin schockiert. Herr Revix. Jetzt mischen wir die hier auf. Erst den kleinen Mist hier wegmachen, dann können wir uns um den Boss kümmern, wenn man das so nennen darf. Schön brav hochheilen. Da müssen wir hin. Das ist... Ah, es gehört zusammen. Okay. Uppala. Mal die Georgsschuhe hier anziehen. So, Tag Patrouille. Alter, dass er immer den wegzieht, ne? Den ich anspringe. Und dadurch kann ich nicht meinen Aegis-Sturm vorher machen, meinen Buff kriegen. Und dadurch ist der drückende Schlag auch nicht so wirksam. Huch! Das war jetzt mit Verlaub ein bisschen dämlich von mir. Ja, genau. Eine Katzenfrau. Weg mit dir. Was hab ich da jetzt gekriegt? Elektrowerfer. Aha. Okay, die haben sich hier irgendwelche Hunde gefangen, warum auch immer, dass die Republik macht. Voilà. Nicht etwas... Ist mir etwas warm geworden. Es fehlt noch eine Patrouille. Ob die das da vorne ist, die uns da noch fehlt? Müsste. Naja, wenigstens hat er jetzt mal jemanden zu sich gezogen, den ich nicht direkt kontrolliere. Mir fällt gerade ein, der eine Boss war hier doch verbuggt, ne? Der war doch irgendwie verbuggt, das war doch irgendwie... Ja genau, hier die Leiste ist dann immer, die Quickstart-Leiste hat sich dann immer entsperrt und die konnte man dann auch wieder nicht sperren bei dem Boss hier. Ich hoffe, das haben sie inzwischen gefixt.
Das war nämlich immer etwas nervig. Wenn die Quicksort-Gleise, wenn du dir da aus Versehen irgendwas rausgeschoben hast. Schauen wir mal, ob es gefixt wurde. Ansonsten, echt scheiße. Ansonsten ist das echt scheiße. Beziehungsweise nervig. Ah, und jetzt... okay, also es lag wirklich nur an diesem Flashpoint, weil jetzt hält unser Sith-Krieger wieder das Lichtschwert wie so ein Sith. Nicht wie so ein Oller Jedi. Ich glaube, das waren alle. Hoffentlich hatten sie keine Chance, ihre Freunde zu warnen. Und hier ist der Tunneleingang der Plünderer. Wie ich gesagt hatte. Dann lasst uns reingehen, bevor irgendeine Verstärkung beschließt, die Sache zu untersuchen. Genau. Das wollen wir ja nicht. Hallo? Wer seid ihr denn? Das nehme ich mit. Danke. Geh mal, okay. Lass mich mal hier durch. So, hallo. Ja, jetzt kommt der besagte Boss. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es entsperrt wird. Und ich bin auch gespannt, ob wir es vor der Werbung noch schaffen. Ja, es ist wieder entsperrt. Oh, ist das nervig, Alter. Oh, ey, können die das mal fixen, bitte? Eine komplette Leiste ist wieder für ein Bobs. Na, mir Quatsch, ist egal, ob ich hier Schaden kriege. Viel ist es nicht. Nicht wieder sperren. Frei nach dem Motto, it's not a bug, it's a feature. Ja, ihr mich auch, ey. Naja, Obergrenze überschritten. Unsere Werbung fängt gleich an. Ich möchte jetzt ungern die Cutscene hier anfangen. Obwohl, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ist ja ein bisschen Kulanz dazwischen. Wenn nicht, starte ich sie noch mal von vorne. Hallo, Katrin! Wie in allen Welten sind diese Kreaturen hier reingekommen? Was war das für ein Ding? So etwas habe ich noch nie gesehen. Ein Grawl. An sich nichts Ungewöhnliches. Aber im Untergrund und so groß? Das ist außergewöhnlich. Von seinen kleinen Freunden ganz zu schweigen. Oh, endlich! Endlich! Endlich ist jemand gekommen, um mir zu helfen. Sag uns, wer du bist, Droide. Ich gehöre zum Imperialen Sanitätskorps, Modellbezeichnung TL-30. Was machst du hier unten, Droide? Darth Malgus hat mich hergebracht, Madam. Hast du gerade Darth Malgus gesagt?
Ja, ich erhielt nach der Schlacht um den Meridian-Komplex die Aufgabe, mich um Lord Malgus zu kümmern. Er war schwer verwundet, entkam aber dennoch aus unserer medizinischen Einrichtung. Ich war seine Geisel. Aber er hätte alleine nicht überlebt. Ich hielt ihn am Leben, während er seinen nächsten Zug plante. Dann hat er mich hierher gebracht. Wo ist Malgus jetzt? Ich weiß nicht, Sir. Ich folgte Lord Malgus tief in diese Tunnel. Wir kamen an eine Kreuzung und von dort ging er alleine weiter. Er kam nicht zurück. Ich hatte keine Wahl und musste selbst meinen Weg aus den Tunneln finden. Aber diese große Bestie griff mich an. Und Sie haben kurzen Prozess mit ihr gemacht. Bitte, helfen Sie mir, diesen schrecklichen Ort zu verlassen. Wir werden sie nicht mitnehmen. Sie funktioniert kaum noch, sie hält uns nur auf. Nein, ich will gar nicht mit Ihnen mitgehen. Ich will hier raus. Ich brauche... Ja, Moon läuft gerade. Derweil kann ich mal ganz kurz auf Twitch... auf Twitch hier mal ein bisschen lurken bei den Leuten, so wie es sich gehört. So. So, Werbung läuft noch. So, da hast du uns die Werbung dazwischen gefunkt, deshalb skippe ich jetzt so weit durch, bis wir wieder an dem Punkt sind. Wie in allen so, ja. Das haben wir geantwortet, ja. Was machst du hier, oder? Darth Malgus? Hast du gerade da? Ja, er war schwer verwundet, aber er hätte... Wo ist Malgus jetzt? Ich weiß nicht, ich folgte Lord Malgus tief in diese Tunnel. Wir kamen an eine Kreuzung und von dort ging er alleine weiter. Er kam nicht zurück. Ich hatte keine Wahl und musste selbst meinen Weg aus den Tunneln finden. Aber diese große Bestie griff mich an. Und Sie haben kurzen Prozess mit ihr gemacht. Helfen Sie mir, diesen schrecklichen Ort zu verlassen. Wir werden sie nicht mitnehmen. Sie funktioniert kaum noch, sie hält uns nur auf. Nein, ich will gar nicht mit Ihnen mitgehen. Ich will hier raus. Ich brauche nur eine kleine Reparatur, damit ich mich wieder bewegen kann. Wenn die Tunnel geräumt sind, schaffe ich es alleine. Ich helfe dir, aber du musst mir helfen, Darth Malgus zu finden. Oh, danke. Natürlich, was immer Sie brauchen, gehört Ihnen. Viel besser. Hier die Daten in meinem Speicher zeigen Ihnen, wo Darth Malgus überall war, bis er mich zurückgelassen hat. Sie zeigen Ihnen, welchen Weg er an der Kreuzung genommen hat. Ich kann Ihnen eine Kopie geben. Wenn ich es mir recht überlege, brauche ich keine Kopie. Nicht? Aber ich dachte... Ich nehme einfach das Original. Wir beide sondieren die Lage. Ihr stoßt zu uns, wenn ihr die erforderlichen Informationen extrahiert habt. Alles erledigt? Ich kann jeden Schritt von Malgus an diesem Ort rekonstruieren. Wir müssen nur herausfinden, wohin er gegangen ist, nachdem er den Droiden zurückgelassen hat. Ausgezeichnet. Ein neues Puzzleteil. Es wäre nachlässig von mir nicht zu fragen, was ist, wenn Malgus noch hier ist? Was habt ihr mit ihm vor? Malgus kann nach wie vor nützlich sein.
Wir bringen ihn zurück zum Imperium, falls möglich. Es ist ermutigend, dass ihr die Lage so klar seht. Was auch immer Malgus durchmacht, es ist bestimmt nur vorübergehend. Ich weiß, dass er dem Imperium immer noch dienen will. Die Stärke und Macht, die er anbietet, sind starke Waffen. Es wäre töricht, sie wegen einer Fehleinschätzung wegzuwerfen. Was würdet ihr tun, Lord Rivix? Wärt ihr an meiner Stelle? Meine Pflicht ist die Unterstützung der Hand. Also unterstütze ich euch. Welche Meinung ihr auch haben mögt, ich ordne mich unter. Das überrascht mich nicht. So, lange genug getrödelt. Machen wir weiter. Jo, also, Malgus finden, aber da wir hier das nicht wieder sperren können, weil der Scheiß immer noch verbuggt ist, muss ich mal kurz aus dem Flashpoint raus. Wäre uns jetzt die Werbung nicht in die Cutscene gesprungen, dann hätte ich das schnell in der Werbung gemacht, aber so ist halt, ja, so müssen wir es halt jetzt machen. Bring ich mal kurz raus und wieder rein in den Flashpoint, damit der Bug wieder weg ist. Das ist nämlich sonst nicht schön, mit so einer nicht gesperrten Leiste zu spielen. Ja, jetzt ist sie wieder gesperrt. Ich mach mal ganz kurz den hier. So, jetzt gehen wir da rein. Das Spiel liegt ja Gott sei Dank auf einer SSD, also die Ladezeiten halten sich sehr in Grenzen. Zum Glück. Zum Glück. So. Spiel? Hallo? Wieso kann ich mich gerade nicht bewegen? Hallo, Spiel? Katrin will Jodas Karrieretipps. Kriegt sie. So, warte. So. Das Spiel war noch leicht verbuggt. Katrin will Jodas Karrieretipps. Katrin kriegt Jodas Karrieretipps. Mal gucken, was Yoda für uns hat. Haben wir hier? Nein. Befreie deinen Geist von Ablenkung. Das Leben funkt oft dazwischen, du steckst im Stau fest, dein Smartphone erhält ständig irgendwelche Updates und beim Essen stört dich ein X-Flügler, der hinter dir in den Sumpf stürzt. Such dir ein ruhiges Plätzchen, eine Parkbank, eine stille Ecke in deinem Raumschiff oder einen Meditationsraum in deiner Lehmhütte. Und dann schließe deine Augen, genieße ein paar Minuten lang einfach die Freuden des Nichtstuns. So, einmal Karrieretipps von Meister Yoda. Hier links. Fühle ich so dermaßen. Oh, jetzt gehe ich hier wieder zurück. Okay. Das war der falsche Weg. Hier sind wir richtig. Ja, spring doch einfach von mir weg. Das ist okay. Das ist voll okay, Alter. Voll okay. Okay. Wenigstens ist er schon weg. Mehr hin. So, jetzt sind wir wieder hier. Ja. Wo soll ich denn jetzt lang? Ach, es ist ziemlich egal. Was? Was? Alter! Was soll denn das? Das Spiel verwirrt mich. Aber das Spiel zeigt doch an, da sollst du hin. Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Aber da ist doch der Boss, von da kamen wir doch. Oder... Ach nee, wir sind ja hier runtergesprungen, ne? Hier haben wir dann den Boss bekämpft. Okay. Sorry. Sorry, Leute, ich bin dumm.